Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen hier aus unserem Olympiastudio in München. Tja, in ca. 40 Minuten beginnen wieder die Live-Übertragungen aus Calgary. Wir wollen für Sie jetzt noch einmal kurz zusammenfassen, was in der letzten Nacht alles passiert ist. In drei Disziplinen wurden ja bereits Medaillen verteilt. Im 10 Kilometer Langlauf der Damen, im Eisschnelllauf, darüber wollen wir auf unserer Sendung auch eingehen. Und auch auf das Springen von der 70-Meter-Chance. Dort siegte ja erwartungsgemäß der Finne Matti Nykänen vor dem Tschechoslowaken Pavel Plotsch und seinem Landsmann Jerzy Marlec. Unsere deutschen Skispringer blieben leider unter ihren Erwartungen, sind also vorbeigeflogen an dem, was sie sich selbst zum Ziel gesetzt hatten. Und Waldemar Hartmann sprach mit Andreas Bauer, warum das denn nun so war. Enttäuschende Platzierung.